Hallo, hier ist Muho zurück aus Osaka und es geht immer noch um die Frage, wie unterscheidet sich Budo-Zen vom Buddha-Zen und welches ist besser, ne? Und ich habe schon gestern gesagt, ja, so einen Unterschied gibt es eigentlich für mich nicht, das sind Etiketten, ne? Und wer mit diesen Etiketten spielt, der glaubt immer noch, ne, dass ihm Zen dabei hilft, im Spiel mehr Punkte zu sammeln. Aber darum geht es letztlich nicht, ne? Insofern, ich stehe auch der Unterscheidung zwischen Nyolai-Zen, dem Tathagata-Zen, und Soshi-Zen, dem Zen der Patriarchen, eher kritisch gegenüber, ne? Obwohl man auch in Japan manchmal diese Unterscheidung hört. In den Kommentaren habe ich auch ab und zu mal ein Zitat von Musashi, ne? War es jetzt Miyamoto Musashi, ne? Gelesen, beziehungsweise gestern bin ich auf eine Frage eingegangen, wo jemand sagte, es geht doch im Sazen darum, unbeweglich zu sitzen wie ein Samurai. Und ich habe gesagt, Blödsinn. Blödsinn, aber viele glauben das, ne? Viele glauben, dass das Zen bedeutet, Samurai zu spielen. Besonders im Westen, ne? Und viele finden das total gut, ne? Wenn sie da ins Dojo kommen und da ist dieser Weckstab, mit dem die Leute sich gegenseitig schlagen und da hängen diese seltsamen Kalligrafien an der Wand. Man weiß zwar nicht, was da steht, aber irgendwie drückt sich da die Lehre aus. Und was auch immer, ne? Also jetzt um ein paar Missverständnisse auszuräumen, ne? Wer sind die Samurais überhaupt, auf die der Budo, der Weg des Kriegers, zurückgeht? Die Samurai waren einer von vier Ständen im alten Japan. Diese Ständegesellschaft wurde vor 150 Jahren, 1868, aufgelöst. Aber bis dahin gab es vier Stände in Japan, der als der höchste galt, der Samurai-Stand. Die Krieger und an zweiter Stelle kamen die Bauern, die die Felder bearbeitet haben. An dritter Stelle kamen die Handwerker und ganz unten offiziell standen die Kaufleute. Obwohl das tatsächlich das Geld eher dann besonders im 18. und frühen 19. Jahrhundert sich eher dann unten, also bei den Kaufleuten, gesammelt hat und das den Kaufleuten auch manchmal ermöglichte, einzuheiraten in den Samurai-Stand, ne? Weil die immer mehr verarmten. Wie dem auch sei, ne? Die Samurais standen ganz oben. Es waren die einzigen, denen es erlaubt war, Waffen zu tragen. Aber, und das vergessen viele, Japan zur Zeit von Dogen und auch noch in den 3-4 Jahrhunderten nach Dogen befand sich im Bürgerkrieg, oder da kämpfte der eine Clan gegen den anderen und letztlich im Jahr 1600 war das, setzten sich die Tokugawas durch, die vereinten das Land. Und die Tokugawa-Ära dauerte dann fast 2,5 Jahrhunderte an. Und das ist auch, wo sich die Gesellschaft stabilisierte, wo sich viele auch Charakterzüge der heutigen japanischen Gesellschaft entwickelt haben, wo vieles in der japanischen Psyche seine Wurzeln hat.
Und zweieinhalb Jahrhunderte von 1600 bis 1868 gab es in Japan praktisch keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Das heißt, die Samurais waren zwar der Kriegerstand, aber es waren Krieger, die nie im Krieg waren. Das heißt, wir denken da immer an Leute wie den Toshilo Mifune aus den Sieben Samurais mit grimmigen Gesichtern, ne, und mit dem Schwert in der Hand. Blödsinn. Eher waren es, was heute in Deutschland die Beamten sind, ne? Oder sagen wir bestenfalls Berufssoldaten, die leicht übergewichtig den meisten Tag am Schreibtisch sitzen und Computerspiele machen, ne? So muss man sich einen japanischen Samurai aus dem 17., 18., frühen 19. Jahrhundert vorstellen, ne? Ein leicht übergewichtigter Beamter, der sich das natürlich nicht anhören will. Und das gilt wahrscheinlich auch für die deutschen Berufssoldaten und Polizisten, ne? Wenn man denen sagt, du bist ja einfach nur ein fettes Kerlchen. Die sagen dir, nee, 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 nee. Um Gottes Willen, ne? Und wenn sie dann vom Job nach Hause kommen, dann hören sie sich wahrscheinlich erstmal Gangster-Rap an oder sowas, ne? Die glauben natürlich, auch wenn sie nie im Krieg waren, ne, und bei den Manövern nur mit Plastikpatronen um sich geschossen haben, ne, dass sie natürlich echt gefährliche Typen sind, ne? Deshalb, also man kennt ja den Samurai-Kodex, auch in Deutschland, ne, Hagakure auf Japanisch, wo zum Beispiel steht, wenn du die Wahl hast zwischen Leben und Tod, wähle den Tod. Der Autor des Hagakure, Yamamoto, war auch nie im Krieg. Der war nie in einer Situation, wo er den Tod hätte wählen können. Zur Zeit, als das Hagakure geschrieben wurde, war Japan lange im Frieden, also so wie heute in Deutschland, Nachkriegszeit. Die Leute kennen vielleicht noch Erzählungen, ne, vom Zweiten Weltkrieg. Ich habe noch meinen Großvater erzählen hören, wie das damals war vor Petersburg, ne? Aber das ist auch alles, ne? Und jetzt hören wir uns den Gangster-Rap an und fühlen uns als die Bad Boys und vergessen dabei, dass die Leute, die den Gangster-Rap aufnehmen, dass die auch alle vegan sind und morgens mit dem SUV die Kinder in die Waldorfschule bringen, ne? Das ist ein Samurai, ne? Das ist ein Samurai im japanischen Mittelalter, ne? Also das ist zum größten Teil einfach nur Pose, ne? Wer glaubt, dass die Samurai wirklich die wilden Krieger waren, für die sie sich ausgeben, ne? Das ist so wie einer, der glaubt, dass einer der Bushido oder sowas, ne? Dass das wirklich dass der wirklich das praktiziert, was er da rappt, ne? Blödsinn, Blödsinn. Insofern, Budo-Zen und Buddha-Zen, ich sehe da keinen Unterschied, aber wenn es einen Unterschied geben sollte, ich zögere nicht, das Buddha-Zen zu wählen. Ne? Mit Budo-Zen, da könnt ihr mich nicht fangen, um Gottes Willen. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Und wer trotzdem Samurai spielen will, gerne, aber vergesst nicht, dass es ein Sandkastenspiel ist, das ihr da spielt, ne? Und auch im Dojo mit den Kyosakus und den Trommeln und den Kalligrafien und dem ganzen Drum und Dran. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, ne? Wenn es den Leuten ein bisschen hilft, Struktur in ihre Praxis zu bringen. Aber man sollte halt nicht vergessen, es ist einfach nur Spiel. Wir spielen jetzt Japaner. Wir spielen jetzt Eheji. Und das mitten in der Fußgängerzone von Castrop-Rauxel oder in Hildesheim oder
in Regensburg oder wo auch immer. Ne? Ja, warum nicht? Aber es ist auch nur Spielerei und das sollte man nicht vergessen. Ja, Budosin, Miyamoto Musashi. Naja, viel Spaß damit, ne? Viel Spaß damit, aber. Ich bevorzuge dann doch lieber den Till-Eulenspiegel, ne? Narr und Künstler. Von dem kann man mehr Sinn lernen als von Musashi. Sehr viel mehr. Okay, so viel für heute. Wir sehen uns wieder. Und zwar morgen. Bis dann. Tschüss.